Leben zu stürzen, Butterli. Das mit dem nicht ausgeschlafen sein wird auch nicht besser. Gestern eine ganze Zeit gegähnt, heute ist es genauso schlimm, weil wir haben schon 8 Uhr abends. Und ja, wie gesagt, ich bin alt. obwohl, meine Nachbarin, die ist 93 und die bleibt bis 1 Uhr quetsch auf und guckt noch sowas wie Nachtcafé. Da wäre ich schon längst tot. Die Uhrzeit. Letztens habe ich mal bis 11 Uhr war ich wach. Da war aber auch der ganze Biorhythmus im Eimer. Gestern war ich ja schön fleißig, habe jede Menge Briefe geschrieben. Das heißt, da werden die Leute heute hoffentlich nicht sauer auf mich sein, dass ich gestern mit ihnen nicht so gequatscht habe. So, was ist denn 11.26 Uhr habe ich hier eingestellt. Ja, gut, okay. Ja, wurscht. Es ist 8 Uhr abends und wir haben 27 Grad. Okay, zugegebenermaßen, die Sonne ist noch sozusagen nicht untergegangen. Das dauert ja noch ein Weilchen, aber es ist schon ein bisschen anstrengend, finde ich. Ich bin halt ein Morgenmensch. So, ab 6 Uhr. Da gehe ich ab. Da gehe ich ab. Aber alles, was noch so nach 18 Uhr kommt. Was ist das für eine Couch? Hab ich die schon? Nö, ne? Die kommt mir nicht bekannt vor. Das Royal? Ah, Tatsache. Klassik irgendwas. Ich meine, das Ding hätte ich. Ich hätte schwören können, dass die Uhr vorher anders aussah. Also alles Einbildung wahrscheinlich, ne? Einbildung ist auch eine Bildung. Ich habe heute vor der Schokolade gestanden, also beziehungsweise im Süßigkeiten. Ich kann nur nicht mal sagen Süßigkeitenregal, weil das sind Regale. Also es ist der Wahnsinn, wie viele Süßigkeitenregale im Supermarkt sind. Also es ist der Hammer. Also es sind mindestens 4 und richtig lange Regale. Nee, eigentlich 5, weil die hintere Kopfregalseite ist ja auch nochmal voll. Mit so
Knabberkram wie Salzen, Erdnüssen und so ein Zeug. Keksen, Schokolade, Kaugummi-Bonbon und frag mich nicht. Und Chips sind nur ein eigenes Regal, also zwei eigentlich. Meine Fresse, haben wir Süßkram. Schammers im Supermarkt, ey. Also ich glaube, da ist mehr los als beim Gemüse. Weil Gemüse und Obst ist ja zusammen. Also von daher würde ich sagen, es ist wirklich mehr Süßscheiß da als Frischware vom gesunden Aspekt her, also mit Gemüse. Aber die Leute kaufen es, deswegen gibt es ja auch so viel. Ne? Ich bin ja schließlich auch in den Regalen heute rumgefallen. Und aber bei der Hitze, da habe ich dann doch gedacht, nee, kein Bock auf Schokolade. Ich habe tatsächlich so Kaubonbons gekauft, schokoladige Kaubonbons. Eigentlich, weil ich nach Karamellbonbons Ausschau halten wollte, weil meine irgendwie nicht so gut geworden sind. Ich bräuchte so ein richtiges Thermometer, weil wenn man Karamell selbst macht, dann muss es ja zwischen 140 und 160 Grad heiß sein. 140, damit das Zeug karamellisiert tatsächlich und auch wirklich hart wird am Ende. Aber ich meine, bei der Hitze ist es kein Wunder, dass das Zeug nicht hart wird. Und also bei der Wärme, so heiß ist es jetzt eigentlich im Haus nicht. Und es darf aber nicht über 160 Grad werden, sonst wird es bitter. Also vom Geschmack her ist es gut. Das Problem ist halt, es ist zu flüssig. Es ist nicht wirklich eine Karamellsoße, es ist aber auch nicht wirklich ein Karamellbonbon. Also es ist nicht hart genug. Und von dem Geschmack her ist es perfekt. Also ich habe genau die richtige Balance getroffen zwischen Sahne, Zucker und Minzöl. Richtig gut. Es ist ein Ticken zu süß, aber ich meine Karamell. Also, obwohl, heute habe ich im Regal Karamellbonbon zuckerfrei. Also, da habe ich aber auch dreimal geblinzelt. zuckerfreies Karamell. What the fuck? Ich meine, heutzutage geht alles, ja, aber wie zum Geier kriegst du bitte schön sowas hin? Meinen die damit, die haben das mit Honig gemacht und deswegen ist es zuckerfrei, also kristallzuckerfrei oder was? Nee, gut, ich hab nicht gelesen, weil ich dachte mir, nee, also das liest sich schon so ekelhaft, also lass mal. Ist doch auch sowas, ne? Heiratest einmal in deinem Leben und dann bestellst du eine zuckerfreie Hochzeitstorte. Genau so. Weiß nicht, also da würde ich es ehrlich gesagt ganz lassen, wenn ich keinen Zucker in meinem Karamell haben will, dann lass es einfach gänzlich bleiben. Also dann ist lieber was anderes. Ich möchte ehrlich gesagt nicht unbedingt wissen, wie das Zeug schmeckt. Ich meine, interessant ja, aber nicht die ganze Packung dafür kaufen. Also dann würde ich das mal irgendwo kosten, ja, aber nicht selber für bezahlen, wenn das nachher halt total widerlich ist oder so. Ja, wie gesagt, ich müsste das Zeug wahrscheinlich nochmal versuchen zu erhitzen. Finger kreuzen, damit ich dann nicht die 160 überschreite. Aber ich weiß halt auch nicht, ob ich die 140 überhaupt erreiche. Also erreicht habe ich es auf keinen Fall, sonst wäre es ja hart geworden, das Zeug. Also richtig, denke ich mir dann auch, komm, sei es drum. Hat nicht geklappt lassen. Deswegen habe ich mir heute dann eben so Schoko-Kaubonbon gekauft. Nicht die Riesen. Weil da ist Palmfett drin. Und von den Dingern, da kriege ich aber auch nicht unbedingt Maulsperre, aber da tun mir nach einmal kauen, tun mir die Kiefergelenke weh. Das ist ja, hat das Zeug wie doof. Eiscreme-Outfit. Gut.
Und ich meine, ich könnte ja die Schoko-Karamell-Bonbons könnte ich ja einfach hier so rumliegen lassen und dann sind die schon weich, ne? Aber nee, das mag ich nicht. Wenn da Schokolade rum ist, möchte ich das schon ein bisschen knackig haben. Ich mag, also wenn Schokolade im Mund schmilzt, ist das in Ordnung, aber nicht, wenn sie in der Hand schmilzt. Das ist eklig. Ich habe auch als Kind, habe ich Marmeladebrot nicht gemocht zum Frühstück. Mir war lieber eine Scheibe Wurst auf dem Brot als Marmelade. Und Nutella mochte ich auch nicht. Das war immer so eine klebrige Angelegenheit, das war überhaupt nicht mein Ding. Ich mag das gar nicht. Ich bin da total schräg. Ist auch, wenn ich ein Grillhähnchen esse, da wird alles abgezupft, was geht. Wird schön, auf einen Teller kommen die ganzen Knochen, auf den anderen Teller kommt das ganze weiße Fleisch. Auf den dritten kam normalerweise die Haut, damit die Katze auch was kriegt. Einmal bei, in so einer Hähnchenbraterei, so eine nicht berühmt ungefähr, aber doch schon Wienerwald, genau. Bei denen hatten wir mal Hähnchen und da habe ich tatsächlich die Haut mitgefuttert. Die war richtig schön, knusprig, aber die Hähnchen, die waren auch ganz winzig. Von daher, da warst du nicht komplett satt, ne? Da hast du im Grunde genommen die Haut mitessen müssen. Sonst war da nichts dran, aber die waren lecker. Muss ich zugeben. Und wie gesagt, wenn ich ein Grillhähnchen esse, dann mache ich schön, super ordentlich, mache ich dann die Teller. Und erst wenn ich komplett fertig bin mit dem Ausbeinen und Häufchen machen, dann gehe ich mir die Hände waschen und dann esse ich erst. Und meistens mit der Gabel. Ich weiß nicht, das mochte ich schon als Kind, wie gesagt, nicht klebrige Finger. Was witzig ist, weil im Sandkasten habe ich immer gebuddelt ohne Ende. Als Kind. Noch nicht mal mehr als Kind. Ich glaube, ich war schon um die 11. Da ist man ja meistens schon zu cool für sowas. Da habe ich auch noch im Sandkasten gehockt und habe gegraben, wie blöd. Und dann habe ich mir so eine Steingrube, so ein Grubenabbaugebiet habe ich mir dann gemacht und ich hatte so einen winzigen metallenen Caterpillar Kipplaster. Oh, den fand ich total toll. Und da bin ich dann die Sandstraßen bin ich mit abgefahren. Ich habe ihn letztens gesucht. Ich dachte noch, ich hätte den vielleicht irgendwo in noch einem auf dem Dachboden oder in, keine Ahnung, irgendwo, wo ich den ganzen Kruschel hin verkramt habe. Aber ich habe ihn leider nicht gefunden. Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass damals, als wir umgezogen sind, habe ich noch überlegt, soll ich den mitnehmen, soll ich den wegschmeißen und dann, ach, den kann ich niemandem schenken. Nachher ist es ja bestimmt so, dass du dich wieder ärgerst, dass du ihn weggeschmissen hast, weil du kannst ja eigentlich doch nichts wegschmeißen. Ne? Also ich bin ja so ein richtiger Messi, ich kann ja wirklich nichts wegschmeißen, ganz furchtbar. Ich behalte das Zeug immer so, also man sagt ja von wegen 3 Jahre behalten und dann kannst du es mal wegpacken. Und wenn du es dann 2 Jahre immer noch nicht angeguckt hast, dann kannst du es wegschmeißen oder weggeben. Ja, das ist bei mir so, nach 10 Jahren gucke ich mal. Und dann tue ich es weg und ein Jahr später brauche ich es. Das ist so ungefähr, läuft das. Und der Witz ist, wenn man so ein bisschen Messi-mäßig veranlagt ist, also Messi sage ich jetzt mal so salopp, wenn man halt versucht, an materiellen Dingen sich festzuklammern, dann sollte man zum Beispiel etwas tun, wenn es zum Beispiel sehr viel Platz verbraucht oder du wirklich nicht weißt, wo du hin damit, dann machst du ein Foto davon und hängst das an die Wand. Weil das Foto ist ja auch eine Verbindung mit den Erinnerungen. Ne? Also du musst es ja nicht unbedingt zum Greifen da haben. Also von daher ist das eine schöne Lösung. Und vor allen Dingen, Bilder kann man an die Wand hängen und an der Wand steht es einem nicht in den Füßen. Ne? Das ist schon viel wert. Na, da geht schon mal auf. Ich schwitze.
Ich schwitze beim Rumsitzen, beim Reden schwitze ich. Furchtbar. So, wen haben wir denn? Der Jens. Claudi, du treues Wesen. Mir war todlangweilig, aber dann kam dein Brief. Danke. Und Claudi, welche Art von Musik magst du? Die Negativliste ist kürzer. Die Musik, die ich nicht mag, die ist schneller abgearbeitet als Liste als die Musik, die ich mag. Ich mag Easy Listening. Okay. Das ist ein Genre? Also Musik im Hintergrund, die einen so nicht stört oder wie? Die so vorbeiläuft. Wo man nicht anfängt zu summen oder so, ne? Mir fällt mir nicht ein. Dein Freund Jens. Easy Listening, okay. Hallo Claudi, deine Briefe sind immer so cool. Tausend Dank, sehr schön gehört. Achso, schon gehört? Katja verreist. Ich würde am liebsten mitfahren. Der Brief ist seltsam, verzeih. Schreib bald. Ja, Ella. Wie, Katja verreist? Die war eben noch da. Okay. Mach mich nicht schwach. Hi, Claudi. Hey, Claudi. Ich bin's, Susi. Hat Nelithon wieder Rühreier für dich gemacht? Satt. Hilf mir bald mal wieder. Peace, Susi. Ich vergesse immer, dass die lispelt. Grüß dich, Claudi. Danke für deinen Brief. Hab mich drüber gefreut. Ich habe in einem Gyroid was Kostenloses gefunden, habe es für dich mitgenommen. Schreib mal zurück. Liebe Grüße, Julian. Claudia aus Reihe B. Viel zu tun? Ich auch. Das Leben ist hart. Warum habe ich das dumme Ding nur gekauft? Du kannst es haben. Mir geht's heute nicht. Mehr gibt's heute nicht, Mike. Was hat Mike denn geschickt? Ein Fässchen. Ja, heute habe ich den Spruch gehört. Wer braucht denn ein Sixpack, wenn man ein Fässchen haben kann? Was? Insektenfänger? Okay. Ah, das ist so eine komische Lampe, ne? So eine Lampe. So, dann gehen wir noch. Mann, das dauert aber auch wirklich, bis der zusammen gesammelt ist, der Fünfer. So, können wir jetzt noch ein bisschen was verkaufen. Echt vor, wieder mit allen zu quatschen. Ich bin sehr larifari gewesen die letzten zwei Tage. Muss ich zugeben. Morgen muss ich mal das ganze Frühjahr in Angriff nehmen, dann habe ich auch mehr Bock. Dann bin ich nicht so verstrahlt.